ich bin hier bei der DKMS mit Emrah Kilic und Robert Adam. Also wir machen hier an allen vier Tagen eine Registrierungsaktion zur Gewinnung neuer Stammzellspender und haben das hier im Team einmal mit dem Veranstalter und mit dem Blutspendedienst vom Klinikum Itzehoe zusammen organisiert und wurden vom Wappenveranstalter angefragt, ob wir das hier machen möchten, haben ein Helferteam organisiert, haben hier dieses große Zelt und machen jetzt vier Tage lang diese Aktion, jeden Tag von 12 bis 18 Uhr. Also man kann sich zwischen 17 und 55 Jahre als Spender aufnehmen lassen, wenn man gesundheitlich fit ist, wenn man im guten Zustand ist. Es gibt ein paar chronische Krankheiten, die zum Ausschluss führen und wie gesagt das Alter und Mindestgewicht und Höchstgewicht. Und wenn man die Kriterien alle erfüllt, kann man sich als Spender aufnehmen lassen. Und wer kann alles die Spende empfangen? Patienten, die, also Blutkrebspatienten, die auf eine Stammzellspende hoffen, die transplantiert werden müssen, die sind auf den Spender angewiesen und ein Spender passt genau dann, wenn die Gewebemerkmale zwischen Spender und Patient übereinstimmen. Und das kommt äußerst selten vor und deswegen ist es halt wichtig, dass man so viele Spender wie möglich aufnimmt. Zwei Vollspender werden. Ja. Ja. Für die gute Sache. Natürlich. Das tut dir auch nicht weh. Nein, ne? Das ist das nicht. Kein Pieks, gar nichts. Nö, aber Blutspenden machen wir auch mit Pieks. Ist egal. Alles Hauptsache gut. Es hilft. Genau. Ich habe das hier alles organisiert und witzigerweise, just in diesem Moment, kommt Achim Marx, seines Zeichens Oberarzt im Klinikum. Hallo. Grüß euch. Er und Holger Hübner haben zusammen die Idee gehabt, wir müssen was machen für Melissa, die frisch an Blutkrebs erkrankt ist. Und für die machen wir das Ganze hier. Wir haben natürlich den Nils als bestes Beispiel dafür, dass so eine Thematisierungsaktion auch durchaus gute Früchte tragen kann. Da sind wir sehr dankbar dafür, dass wir da auch helfen können als Blutspendedienst. Und Stammzell- oder Knochenmarkspende ist mindestens genauso wichtig wie Blutspenden. Und deswegen haben wir uns natürlich sofort bereit erklärt, da zu helfen. Es läuft super.